Piep, 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 ja. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Deponia Doomsday. So, unser lieber Herr Chromnickel, wie Rufus so schön gesagt hat, McCornickel, will hier eingewiesen werden. Stopp und kommen. Ja. Stopp. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Nö. Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Ja, Stopp. Stopp. Ganz sicher? Ich glaube, ja. Ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch... Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du... Ja, weil ich Stopp gesagt habe. Ja, also dann komm mal ran. Kommen. Stopp. Ganz sicher? Ich glaube, ist nicht vielleicht... Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar... Warum sagst du dann... Ja, aber... Kommen. Ja, dann nochmal kommen. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nicht träumen lässt. Oh, Rufus. Ah, verdammt nochmal. Oh nee, nicht schon wieder. Geht na hier mal auf und ab. Was? Zu Burnerts Haus? Ja, der Falschparker wieder. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Nö, ich glaube nicht, Rufus. Also dann nochmal nach vorne. Ja, ich weiß nicht, das hatten wir schon. Hat es funktioniert? Nein. Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Okay. Wie versteckt sich dieses Mistvieh nur? Jetzt geht er ja auf Elefantenjagd. Ja, toll. Jetzt schicken wir uns doch mal den... McGonagall mal genauer an. Wir haben den, glaube ich, noch gar nicht angeguckt, ne? Was geht nur gerade in ihm vor? Ich hoffe, nicht die innere Uhr. Naja, also... der Witz war nicht so toll. Was? Nilbot? Naja, gut. Ich würde aber trotzdem noch mit McGonagall hier reden. Hey, Mac. Na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja. Aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerungen. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Übrigens, hier läuft ein Elefant rum und der hat mich gestört. Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Das könnte die Vorhut einer rosa Strapede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Das Aha hätte noch so ein bisschen enthusiastischer sein müssen. So, aha! So wie damals der Psychologe hier aus dem dritten Teil. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch so um eine Zeitanomalie? Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Etwa temporale Dings da, Direktive oder so.
Wollen wir doch nochmal die Zeit zurückdrehen? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Das ist natürlich blöd. Stimmt, lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Egal, das kann ich so doch nochmal... Ja, nochmal mit dem Quasseln oder was dann hier? Naja, egal. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Rindede. Ja, Wiku. Tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Nein. Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Also dann hier, Vollgas. Kommen. Kommen. Ja, was jetzt? Komm doch endlich. Kommen. Ja. Knirsch. Hey, zeig dich, du Sohn eines feigen Rösseltiers. Hallo. Oh, Rufus. Dreh dich um. Nein. Fail. Das gibt's doch nicht. Ja, hättest du besser aufgepasst. Also zu Brunners Hütte. So, nochmal. So, müssen wir jetzt nochmal mit ihm schwätzen. Und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden. Bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Okay, können wir jetzt nochmal mit ihm reden, oder wie? Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Ja, nee, ich muss da doch nochmal hier früher hin. Sieht sich früher oder später. Ja. Beides nicht ausgeschlossen. Okay, jetzt sollten wir erstmal den Elefanten finden. Das ist halt die Sache. Oh, nie wieder. Hörst du Tage? Nie wieder? Ja. Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Wer ist denn das? Da ist es hier. Hat er nicht... Der hat daher gemacht. Tack. Den kennen wir noch gar nicht. Wer ist Tack? Auf Tack ist immer Verlass. Zumindest wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Dann sprechen wir doch mal mit dem Bruder Tack hier. Huhu, Tack. Dir auch einen schönen Tack-Tag. Tack-Tack. War die letzte Plörre schlecht, oder was? Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht solltest du mit dem Trinken aufhören oder so. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Welchen Tag haben wir? Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grilldonnerstag. Grilldonnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grilldonnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Buso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans. Ja,
Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Ja. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Du warst doch nicht gleich wieder. Ich muss verhindern, dass die Zukunft meiner Mission Wirklichkeit wird. Ich hab dann auch gesehen. Erstmal das. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp: viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Okay, nee. Also, Trinken ist auch keine Lösung. Also, das vergessen wir gleich mal wieder. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja, ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Na, ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Bleib's hängig. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Das wäre doch mal was. Ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... Vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudi. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, dich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Ach, das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Dann bleib mal senkrecht, mein Bursche. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Tack. Okay, das war der Schnabeltier. Vampirschnabeltier. So, zum Ballon. Da kommen wir einmal rum. Kakerlake, okay. Gibt's ja auch irgendwelche Sammelgegenstände. Gibt's denn zu. Ja. Okidoki. Das ist einmal hier zur Kreuzung wieder. Ja, dann gehen wir mal wieder zu Brunbär. Brunnershütte. Nicht Brunbär. Hat der Feuerwerkskörper hier an Bord, also weil er hier so ein Schild hat. Was gibt's hier eigentlich alles? Also, da gibt's den Chronokar und die Kurbel. Dann gibt's sonst noch, ja, McChronicle, wir gucken uns den Chronokar mal. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Können wir mit dem irgendwas machen? Oder kurbelt er dann wieder die Zeit zurück? Wollen wir nochmal die Zeit... Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger. Bist du dir sicher, dass du... Du weißt, alles, was du seit dem Unfall... Ja. Nee, wir machen das jetzt nochmal. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ich auch. Also McChronicle, ich hätte da vielleicht mal noch eine Frage. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. So, wie kommt es eigentlich, dass wir uns nach dem Kurbeln... Genau, das hier. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du? Dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Hauptsache es funktioniert, oder?
Okay, ja, dann sieht man es später. Also man, wir müssen... Beides nicht ausgeschlossen. Ja, wir müssen also einen Hut basteln für den Typen da, ja. Ja, dann lass uns doch mal zu dem lieben Nilbot gehen. Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Ja, dann geh mal hin. Vielleicht gibt's da noch irgendwas zu plündern. Raus. Tür. Nur eine Tür. Dann machen wir auf. So, was haben wir jetzt hier alles? Scheint Kühlschrank zu sein oder sowas. Eifelspender, Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Ja, aber da könnte ja trotzdem was rauskommen, oder? Vielleicht Knickerfolie reinpacken. Hier fehlt. Oder hier ein bisschen Papp. Klappe, Moment mal, halt die Klappe hier. Oha, das sieht kompliziert aus. Fach rechts, Fach links. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Ein Fach für paramechanische Stromumkehrer. Ja, die lieben Stromumkehrer. So, da würde ich mal sagen, müssen wir die Tür wieder zumachen. Da gibt's wohl nichts, was wir jetzt hier großartig machen können. Liegt hier nicht irgendwo ein Stromkehrer rum oder so? Nein. Da können wir nur kurbeln. Okay, zum Ballon, zur Tür. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal da dann in die Tür rein. Aber das würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen kürzere Folgen, also ja. Nicht hier aus Gründen oder so, einfach mal hier, ja, aber ich kann. Nee, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.